Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park Snow Day. Wir haben unsere coole Axt hier und sind auch fast durch mit der Kampagne, glaube ich. Ich vermisse müssen mit Cartman sprechen. Hanky. Der alte Mr. Hanky ist weg, Mann. Das ist doch ein Stück Schüssel. So, wir gehen natürlich wieder erstmal auf einfach. Ich überlege übrigens noch, ob ich das alles auf mittel und schwer spielen soll. Wir werden mal sehen. Schau, das Land Saron. So. Mal schauen. Weil ich habe gesehen, dass es einfach nicht mehr so viel bringt, das nochmal durchzuspielen. Es ist nicht so umfangreich jetzt, dann. Der Feind von South Park, ja, wir gucken. Ist, vielleicht holen wir auch Menschen alles. Und Elfen sich zusammentun, um Mr. Hanky aufzuhalten. Schnee ist toll, aber er darf nicht ewig bestehen. Wir müssen diesen endlosen Winter stoppen. Gut. Starten wir die Runde. Niemand da. Naja, wählt eure Karten. Wir brauchen gegen Mr. Hanky alles, was wir kriegen können. Gut, Mr. Hanky spielt anscheinend nicht nach den Regeln. Naja, das ist sehr unorthodox. Aber okay. Und denkt daran, es gibt kein Zurück. Kriegt er denn dann Karten, okay, oder kriegt er keine? Ich weiß nicht, wie lange wir noch auf das andere Team warten können. Ja, ziemlich seltsam. Wir gucken mal. Zauberstabflammen hinterlassen Brandflecken. Das gut. Schaden mehr steckt dich aber mit der... Das finde ich doof. Mit Wirbelwindangriff bewegst du dich um 50... Ja, komm, wir machen hier Napalm. Ist auch unüblich. Und den Bullshit wählen. Mit Laserstrahlen aus den Augen und du kannst höher springen. Wir machen einfach mal das hier. Okay, zeig eure Karten. Ich finde die alle, okay, nicht, fahren alle nicht so gut. Ja, Laser. Eine gute Wahl. Jetzt gewinnen wir sicher. Dann ist der Schneefreitag endlich vorbei und wir können wieder zur Schule. Haha! Überraschung! Ihr wollt zu Mr. Hanky? Doch euer Weg endet hier bei mir. Verdammt, Cartman, was tust du da? Ich werde endlich das Leben meiner Träume leben. Ein Leben ohne die Schule. Mr. Hanky ruiniert South Park. Wir können so nicht weiterleben. Keine Sorge, ihr werdet sowieso nicht mehr lange leben. Mr. Hanky hat mir die Kraft der dunklen Magie verliehen und damit werde ich euch nun alle vernichten. Sorry, Neuling, ich verrate dich jetzt. Hättest du kommen sehen müssen. Hat er wohl recht, ja. Ist uns aber egal. Erblicket die Macht des großen Zauberers. Mehr Pfeile, Schwerter. Mehr Gesundheit für meine Truppen. Pfeilregen. Lutscht meine Eier. Jo, er übertreibt einfach richtig. Wenn ja, nein, Armee Pfeilregen. Und ich herrschen, müssen wir nie wieder zur Schule. Ihr solltet mir dankbar sein. Ah, ich wusste, Pfeilregen. Dass Cartman etwas vorhat. Wir müssen ihn aufhalten. Pfeilregen ist schon wieder so. Ich hasse die Fernkampfattacken in dem Spiel hier. Naja, okay. Irgendwas daran fühlt sich falsch an. Aber wir müssen den Prozess respektieren. Gut. Butters ist der Boss. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Toilettenpapier. Brauchen wir? Riecht denn hier noch was? Ne. Also Mr. Hankys wird das letzte Level sein. Es war irgendwie klar, dass noch was kommt, weil wir haben ja noch zwei Level vor uns. Cartman muss hier irgendwo sein. So, weiter, Neuling. Das gibt nix. Ja, erstmal hier die, die ganzen Sachen hier nehmen. Anscheinend brauchen wir viel davon. Da oben ist noch einer. Ah, okay. Ah, wir müssen uns hier umgucken. Hier finden wir anscheinend allerhand Stuff, den wir brauchen gegen Cartman. Ich meine, auf einfach wird es machbar sein. Obwohl ich sagen muss, dieser Pfeilregen, der ist schon ziemlich ätzend. Der ist auch auf einfach ziemlich ätzend. Der ist mega OP. Also überhaupt diese Fernkampfattacken der Gegner. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich guck noch einmal, ob das alles stimmt mit der Aufnahme. Ich habe hier so einen kleinen Monitor jetzt mal nebenbei. Hört ihr mich vielleicht gleich ein bisschen doppelt? Sorry dafür. Ja, stimmt alles.
Gut, dann geht's weiter. Denn, ah, da ist noch was. Da ist eine Mülltonne. Nehmen wir mit. Mülltonne nehmen wir mit. Hier, da ist noch eine Mülltonne. Ist hier noch was drauf? Da ist noch was drauf. Dunkle Materie und alles. Wenn wir eine Basis sind, kommt der Mr. Hanky und hilft uns trotzdem. Ist ja auch so ein bisschen weird, ne? Also, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, alles ein bisschen weird hier in dem Game. Muss man schon mal so ein bisschen... Das muss man wirklich schon sagen. Es ist, ich finde nicht immer so zur... Oh Mann, sind jetzt etwa alle in Aaron's zur Team? Reife Schau auf die Augen, durchdacht. Hat sie mit dunkler Materie vollgepumpt. Er ist nicht so gut. Dunkle Materie? Das ist doch Bullshit! Richtig. Oh, Junge. Dunkle Materie. Ich meine, ich find das Spiel an sich und alles so ziemlich cool. Ich hätte mir eher so ein richtiges Rollenspiel gewünscht in der Grafik. Oh Gott, da ist... ja, ist okay, ist okay. Ach so. Ich muss mal wieder reinkommen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt. So, wir können nur wegräumen, das war's. Wir können die hier abfackeln. Gut. Das macht also ziemlich viel Schaden. Es stockt ein bisschen, ich weiß nicht warum. Achtet auf die Dächer! Eisschützen! Das ist unmöglich! Die Regeln verbieten Eismagie! Verstehst du es nicht? Cartman verstößt gegen die Regeln! Tja, das ist nicht fair! So, ach Gott, geh weg. Ah! Was haben wir hier? Wir haben das Totem noch, ne? Ich sollte das mal einsetzen. Ach, wir müssen wiederbeleben, okay. Und wir müssen den Kleinen da jetzt gleich einmal kurz wegschnitzeln. So, Kollege. Ah, jetzt ist er schon wieder. Schon wieder down. Aber wir haben ihn wenigstens. Haben wir den jetzt down gehämmert oder? Ich habe keine Ahnung. Warum ist er immer noch tot? Ja, was ist denn mit dir? Oder ist er da jetzt dauerhaft tot? Das hat hier irgendwie so ein. So. Ich habe einen Bug gefunden. Nee, habe ich doch nicht. Da ist nur ein Eisschütze oder sowas. Irgendwie so. Wie kommen wir da hoch? Ja, das ist mir jetzt egal. Wir gehen weiter. Ich könnte jetzt hier mit dem Bug könnte ich wahrscheinlich hier die ganzen Wiederbelebungssachen voll machen. Aber gut. Komm, ich belebe ihn sogar nochmal wieder. Einfach weil wir es können. Ja, wiederbeleben. Ich belebe ihn wieder, er verreckt wieder. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Okay, jetzt ist sie weg. Ja, gut, dann haben wir jetzt einfach eine weniger. Oh Gott, ich hasse Eisschütze. Okay, Jungs, ich werde jetzt mal kurz zu euch hochkommen. Und euch hier kurz wegschnetzeln, weil ihr geht mir auf den Keks. Ah. Ciao. Ah hier, er will auch noch. Ey, diese Fernkampfsachen sind total OP, also. Das ist ja wirklich krass OP. Also sowohl wir die, als sowohl als wenn wir die benutzen, als auch der Gegner. Ist cool, dass deinen Eltern egal ist, wie deine Klamotten aussehen und sie dich immer im Stamm spielen lassen. Ja. Oh doch. Ich bin still versenkt. Doch. Scheiße.
Machen wir. So. Ah, jetzt habe ich auch Bock, die alten South Park-Spiele wieder zu spielen. Vielleicht spiele ich das danach mal. Aber ich muss noch die ganzen Videos hochladen. Die werden alle... Wahrscheinlich werdet ihr von gar nichts mitbekommen, aber die werden alle so sporadisch hochkommen. Ah, ist das geil. Ja. Einer ist noch da oben, den müssen wir wahrscheinlich auch noch ausschalten. Oh, hier sind noch mehr. Was ist das denn? Was bist du denn? Das ist totaler Bullshit, Alter. Ach du Scheiße. Wie hat Cartman das gemacht? Mit Dings. So, wir brauchen hier auf jeden Fall einen Totem. So. Ja, was ist das denn für ein Viech? Hallo. So. Kollege. Ja, was ist das für ein Viech? Achso, das sind mehrere aufeinander. Oh Gott. Das habe ich ja gar nicht. Ey, die rennen weg. Nix da. Nix da. Ah ne, die rennen gar nicht weg. Die wollten nur auf erhöhten Positionen. Ja, toll. Aber das sind die letzten Gegner hier. Aber er rennt weg. Kannst du sowas von vergessen? Du bleibst schön. Hallo. Du bleibst schön. Nee, du haust nie ab. Du gibst mir dein Klopapier, Kollege. So nämlich. Da ist noch, also der Sack auf dem Dach. So, wir gucken erstmal noch. Ah, guck mal da hinten. Da liegt da noch was. Wir holen uns hier erstmal die ganzen Sachen. Gibt's hier eine Kanone? Hier ist eine Kanonenkugel. Gibt's hier eine Kanone? Ich muss einmal überprüfen, ob es hier eine Kanone gibt. Bevor wir die Kugel irgendwie sinnlos rumtragen. Also wir kommen aufs Dach. Hau ab mit deinem komischen Eisstrahl. Ja, oh doch, Junge. Ciao. Ja, du haust nie ab. Da ist der Finisher. So, wir müssen hier aus dem Eis raus. Ich werde... Was war das? Ich dachte, hier wäre noch einer. Aber wir können weiter. Ich werde aber erstmal gucken, ob es da oben noch eine Truhe oder so gibt. Weil das ist hier prädestiniert, dass hier Sachen versteckt sind. Achso, das ist der kleine Fuzzi auf dem Boden. Was haben wir denn hier? Das leuchtet hier, als wenn da was ist. Aber es ist nichts da. Das ist sehr unbefriedigend. Hier ist auch nichts. Ach komm, das sind doch alles... Das wären doch alles astreine Verstecke, oder? Kann nicht sein, dass hier nichts ist. Keine Powertruhe oder sowas. Okay, ein bisschen Lebenstruhen hier. Toll. Das sind auch noch die Lebenstruhen von denen hier unten. Na, okay. Okay. Dann ist das halt so. Na gut. Gehen wir weiter. Hallo? Achso. Ich habe es schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Ich hatte nämlich die letzte Zeit keine Zeit. Also falls ich hier Tastenkombis und so nicht mehr kenne, es tut mir leid. Aber ja. Privatleben war stressig. Stressig. Und musste man dann auch ein bisschen zeitintensiver behandeln. So. Ja, komm hier. Her mit euch. So nämlich. Die geben doch alle was, oder? Ja, jawohl. Die geben alle gutes Klopapier. Ach, guck mal hier, Henrietta. So, nehmen wir alles mit. Ich spüre eine Dunkelheit in dir. Ja. Das ist ein Ultradunkel. Was hat die hier überhaupt aufgebaut für eine Schneemann-Festung? wie random das hier ist, ne? So mit den ganzen Schneemännern. Au. Sorry, Henrietta. Deine Begleiter haben dies zu dir gebracht. So, was haben wir hier? Wir haben Nonkonformist. Erhöhe die Stufe aller deine Upgrade-Karten um 1. Erfülle, ja, das haben wir nicht.
Erhöhe die Seltenheit der Karte Napalm. Brandflecken bleiben 5 Sekunden lang bestehen. Die Kraft will ihr volles Potenzial. Mehr Kraft. Wir haben nur die Karte, deswegen ist das die beste Option, die wir haben. Die wir nutzen können. Okay. Wie kamen wir her? Moment, wir laufen falsch. Hier müssen wir lang. Okay. Cartmans Armee ist komplett mit dunkler Materie bedeckt. Wir wissen nicht, wie stark sie sind. Bevor ich dich nur. Nein. So. Ja, das nervt total. Ja, okay, das nervt. Wir bauen mal hier ein Totem auf. So. Kommen wir bis nach da oben mit dem Feuer? Jawohl. Oh, Klopapier. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, keine Sorge, wir kommen noch zu euch. Nein. Geh weg mit diesen komischen Blumen. Die Blumen tun weh. Was haben wir hier unten? Ach, da kommen noch mehr. Ach, was war die Bullshit-Fähigkeit von dem? Laserschwert, das ist doch nicht dein Ernst. Den großen Zauberer? Das andere Team hat eine Laserschwertkarte gespielt. Halte sie fern. Komm, setzen wir auch einfach mal Bullshit ein. Ja, was macht er jetzt? Laser auch. Okay, das war's schon. Ist eine tolle Bullshit-Karte, die ist beste. Es ist die beste Bullshit-Karte hier. So. Wir müssen noch hoch zu den beiden. Das sieht sehr brutal aus. Ach, hier ist auch noch was. Ja, ihr macht zum Glück auf einfach keinen Schaden. Du bist weg. Hier kommen wir doch hoch. Hier kommen wir hoch zu euch. So, ja, du kannst mich beschießen, wie du willst. Ach, ich hasse dich. Aber weißt du, was auch wehtun wird? Das hier. Na du? Unsere Nahkampfangriffe machen gar keinen Schaden. Die Fernkampfangriffe sind dafür übertrieben. Also die Nahkampfangriffe hier, ich habe mich vielleicht auch, ne, so vielleicht verskillt, ich habe keine Ahnung. Aber die Nahkampfangriffe sind so schlecht hier in dem Spiel. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Warum? Also, dass sie so schlecht sind, ne? Ich meine, Fernkampf ist meistens besser. Aber dass Nahkampf so kacke ist, weiß ich nicht. Schon ein bisschen strange. Oh. Unser Team hat ganze Arbeit geleistet, ne? Da mussten wir gar nichts mehr machen. Ja, ich meine, nehme ich mit. So, ein paar Klopapierklamotten. Wir werden bestimmt auch gleich noch Jimmy treffen. Und wenn wir Jimmy haben, dann können wir auch Sachen aufwerten mit dem Klopapier. Da ist doch irgendwo eine Kanone. Wir haben hier Eis, dann muss hier auch irgendwo eine Kanone sein. Wo ist sie? Wir haben ja auch eine Kugel. Warum seid ihr schon da drüben? Ich habe das Tor noch nicht mal geöffnet. Also, zu wild, ehrlich. Ist die Kanone hier irgendwo? Oh, die Dings Power. So nämlich. Und eine normale. Nehmen wir beides mit. Hier ist keine Kanone? Finde ich ein bisschen tragisch, weil... Möchte das Eis hier kaputt machen? Oder ist die Kanone drüben vielleicht? Wir gucken mal. Wir gehen mal rüber und helfen unseren Experten. Hältst du dich für krass, nur weil du an ein paar meiner Truppen vorbeigekommen bist? Stell dir vor, ich habe noch viel mehr, so, wo die herkommen. Den haben wir weggebasht. Ja, schick sie alle. Gibt noch mehr Klopapier. Ja, die haben schon wieder fast alles weggemacht hier.
Ah ne, da sind noch mehr. Hier ist die Kanone. Ah. So. Wir wollen mal hier den Bogenschützen-Typen haben. Ciao. Es gibt ordentlich Klopapier hier. Damit können wir gleich schon was anfangen. So. Ja, du haust hier nicht ab. Ja, das soll auch wehtun. Das soll auch wehtun. Na, komm. Ja, toll. Glaube ich nicht dran. Ja, Mann, jetzt werde ich nicht so. Ist ja mega nervig. So. Haben wir auch. Wir müssen aber noch die Kanone laden und das Eis da hinten zerschießen. Da ist eine Kugel. Kanonenkugel. Wir wollen sie nicht fallen lassen. Wir wollen sie jetzt in die Kanone laden und dann wollen wir hier richtig reinhauen. Da müssen wir wieder mit irgendjemandem reden. Keine Ahnung wer. Ah, wir müssen da hinten hoch. Ah, ist nervig. Ist nervig. Vielleicht können wir mal gucken, wer das schon ist. Ach, es ist Jimmy. Oder? Es ist Jimmy. Okay. Aber wir müssen erstmal ein paar Sachen noch zusammensuchen. Können wir hier auch was kaputt machen? Nee, also nichts Wichtiges hier, deswegen. Machen wir da hinten das Eis kaputt. Da liegt meistens guter Stuff drunter. Gucken wir uns den mal an. Oh, dunkle Materie. Ich sag ja, da liegt meistens guter Stuff drunter. Nehmen wir alles mit. Da haben wir nochmal ordentlich Toilettenpapier bekommen. Aber ich habe gesehen, hier ist auch noch ein Rucksack. Nehmen wir mit. Gut. Haben wir hier vielleicht sonst noch was? Wir gucken mal hier unten. Bevor wir mit Jimmy reden. Gucken wir nochmal. Die Macht des großen Zauberers ist kein Witz. Okay, hier waren wir noch nicht drin. Hier sieht's aus, als wäre hier nix. Doch, ich habe nichts gesagt. Hier ist was. Das ist auch ein bisschen mau, ne? Also man guckt hier rum und... Ja. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Aber egal. Gut, das haben wir. Hast also einen weiteren Kampf überlebt. Was denkst du? Was haben wir hier? Energiehorizont. Von einer Bombe absorbierte Projektile fügen allen Gegnern im Inneren 6 Schaden zu. Totems können jetzt Verbündete wie Spieler wiederbeleben und sind 20% schneller. Zauberstabflammen fliegen 50% weiter und laden sie um 10% schneller auf. Kann ich total verstehen. Hoffe, das ist nach deinem Geschmack. Das ist nach meinem Geschmack. Alles gut. Ah, haben wir nicht genug für, aber nehmen wir mit. Wunderbare Wahl. Das nehmen wir mit. Unser Zauberstab ist on fire. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, betrete die Hauptstraße. Hey, wir sind zurück in der Hauptstraße. Es ist so anders, wenn Stan nicht versucht, uns mit der Axt zu ermorden. Das stimmt. Ja, ist mit. Es war ja klar, dass Cartman irgendwas was macht, weil er keinen Bock auf Schule hat. Es ist Cartman. Jeder, der South Park kennt, wusste, dass Cartman noch irgendwas macht. So, was haben wir hier noch? Es gibt hier sehr viel Stuff. Sind das Nekromanten? Keine Wiederbelebung. Haben wir ausgemacht. Ist ja. Denn gar nichts heilig? Nee. Du musst diese Nekromanten töten, sonst lassen sie die Leute, die du umgehauen hast, wieder auferstehen. Machen wir. Ich glaube nicht. So.